Was haben wir hier? Alles. Alles, was die Wildnis im Müllkörper zu bieten hat, frisches Fleisch von verschiedenen Tieren aus freier Wildbahn und Edigkeit geschossen. Und wenn, falls sie selbst jagen wollen, ich biete eine große Anfallende Kühe, ja. Ich esse aber mal kurz ein bisschen Schlange. Danger. Ah, ich vermute mal, dass es nicht einfacher wird. Was ist das? Mutierte Ratten? Ich bin der Springgoat-Schlitzer. Ich schlitze euch alle weg. Was ist jetzt los? Wo kommst du denn her? Er wollte nicht weggehen. Naja, egal. Aha, was haben wir denn hier? Komme ich sogar rein? Nehmen. Ah, okay, da sind sogar Köder drin. Nehmen wir erstmal alles. Da war ein Lichtschalter, hätte ich den auch nehmen können. Ich habe keine Axt dabei, oder? Habe ich an eine Axt gedacht? Ja, habe ich. Hier gibt's Schlangen. Klar gibt's hier Schlangen. Was? Warum auch nicht? Ich nehme erstmal das Messer, bevor ich mit Lucille anfange. Okay, Ratten freilassen? Ich wüsste nicht warum. Ich habe Dörrfleisch. Und den Trocken habe ich immer noch nicht gebaut. Das ist ein Wolf. Ich bin nicht scharf drauf, euch zu bekämpfen, wenn ich ehrlich bin. Ach, schon wieder so ein fettes Vieh. Nicht ein Messer ist Prepper einfach unbesiegbar, oder? Zumindest gegen normale Gegner. Warum habe ich eigentlich Wasser dabei? Ob ich hier noch irgendwas Tolles finde? Was war das gerade? Okay, wenn der Kaffee stimmt gleich an. Hier ist zwar alles voll mit Holz, aber darauf habe ich keinen Bock. Oh, es sind viele Mutantenratten. Was haben wir denn hier? Tolle Sache. Mehr nicht. Das ist ein Telefon, oder?
Okay, ich nehme es noch mit. Erstmal. Okay, den Schalter kann ich nicht nehmen. Habe ich jetzt alles? Wieder jemand in die Bude ausgeräumt. Super Sache. Ja, ist nichts weiter. Wo kommen die her? Schon relativ spät. Die Viecher sind aber auch so blöd und kommen eingelaufen. Wenn du wirklich alles mitnimmst, ich glaube, dann schaffst du es am Tag nicht. Wie weit geht das hinter? Und was noch viel wichtiger ist, findet man noch irgendwas hier? Noch ein Haus. So, mal sehen, findet man hier was Tolles? Was ist das? Eine Axt, getrocknetes Fleisch. Oh, hat doch reingepasst. Das Benzin brauche ich tatsächlich ausnahmsweise nicht. Lach nicht so dreckig. Muss da noch irgendwas sein? Lucille würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wie schwer ist denn Lucille? Wie viel waren das? Ah, ich sehe nichts. Oh, warte, tot. Ja, kapiert. Mann, halt die Schnauze. Okay. Du hast wohl, was ist das? Verlieren die Eier? Nee. Das ist Fleisch, oder? Ah ja. Wie weit geht das hinter? Du brauchst echt einen ganzen Tag, um dahinter zu kommen. Oh. Ein Messer scheint deutlich stärker zu sein als Lucille. Aber der Schläger macht halt Flächenschaden. Wer Lucille nicht kennt, also ist also Walking Dead.
Gott, das sind das viele. Benannt nach Negans Frau. Ist das jetzt endlich zu Ende oder kommt... Das geht noch viel weiter. Ich bin schon bei... Ja, Bewegung. Ich bin schon bei der 6.15. Okay, das kann ich wegschmeißen. Der Wald will nicht aufhören. Bewegung, wir haben ihn... Ja, beweg dich! Ey, wie viel Level gibt's denn hier? Geh mal schnell in den Wald. Könnte, haben sie gesagt. Könnte doch nett werden, haben sie gesagt. Der Wald ist scheiße, wir sollten ihn abholzen. Wieso hat er kein Ende? Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Oh, hat sich jetzt schon wieder was verbuggt hier. Natürlich konnte ich da jetzt nicht durchgehen. Ja, es... Ich weiß nicht, kann man hier überhaupt ein Ende erreichen? Wie wär's, wenn du das... Wieso hört das nicht auf? Bewegung! Da komme ich gar nicht rein. Oder liegt es an dir? Okay. Schwebende Dosen, warum nicht? Es ist ein Hexenwald anscheinend. Was ist denn jetzt schon wieder?
Ach, komm, Leute. Oh, das nervt echt ein bisschen. Wieso finde ich den Ende des Waldes nicht? Gibt's kein Ende? Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall zurückgehen. Es geht echt immer weiter. Ich muss nach Hause. Vielleicht ist es auch wirklich so gedacht, dass es halt immer weitergeht. Ich mache mich mal schlau bezüglich dessen, weil wenn es immer weitergeht, dann war das eine relativ sinnlose Investition. Klar, ich kann da Häuser finden, aber ansonsten habe ich eigentlich darauf gehofft, dass ich da irgendwas Tolles finde. Also was richtig Tolles. Aber das war jetzt irgendwie enttäuschend. Da habe ich mehr Freude dran, wenn ich meinen Bunker weiterbaue. Moment, bin gleich wieder da. Sollte weniger Energy Drinks trinken. Ah ja, das habe ich mich schon gefragt, ob der Strom vielleicht ausgefallen ist in der Zeit. Dann baue ich halt einfach mal meinen Bunker weiter. Und wenn ich den Bunker dann soweit gebaut habe, dann geht's in die nächste Stufe. Habe ich die alle schon voll? Oh, so ziemlich, ja. Okay. Ich sollte erstmal ein bisschen was kochen. Die Ratte bietet sich ja an. Aus Ratte kann man eh nichts anderes machen, außer gebratenes Rattenfleisch. Das ist alles voll, oder? So ziemlich. Bauen wir es noch zu Ende. Ich mache mir langsam ein bisschen Sorgen um meinen Guarana. Das wird wohl nicht mehr lange halten.
Ja, Erde habe ich ein bisschen jetzt. Und dann kann ich anfangen, mein Haus hier einzurichten quasi. Kriege ich da eigentlich auch ab und zu Steine? So. Das Haus soll heute fertig werden. Da muss ich mir halt noch überlegen, wie ich das Haus entsprechend einrichten möchte. Ja, Erde habe ich dann erstmal genug. Oh, fertig, wir haben alles gebaut. So, der Bunker ist schon mal fertig gegraben. Jetzt kann ich sehen, ich hocke in meinem Bunker. Mitten in Berlin. Ja, Blausäurekapseln und genug Benzin. Ja, jetzt ist die Frage, wo möchte ich wohnen? In welchem Bereich? Hier und darunter die Lager? Ich würde fast sagen, in dem Bereich hier wohnen. Und, ja, unten. Den Rest. Ich guck mal erstmal nach den ersten Sachen. Was war so? So, Gewürze kommen dann runter mit. Ich schaue jetzt erstmal nach Folgendem. Was kommt unten rein? Brauchen wir nicht. Da ist auch nur Müll drin. Die habe ich gar nicht, die Köder. Couch. Das. Dann will ich gerade sagen, hier kommt ein Schlafzimmer rein. Dann machen wir hier eine Küche. Geht ja schon gut los. Nee. Und dann packen wir hier die Lebensmittelvorräte rein, hier runter. Oder hier allgemein Vorräte und dann könnte ich noch ein Prepper-Lager bauen. Die hatte ich doch hier irgendwo. Also ein Bett wäre schon mal nicht schlecht. Und dann hatte ich hier noch irgendwo so ein Lagerding. War das hier?
Werkstattregal groß. Jetzt will ich mal sehen, wie viel da reinpasst in dieses große Regal. Vielleicht ist es jetzt auch mega super. Also Superhammer Maple lecker und dann ärgere ich mich, dass ich die nicht verwendet habe letzten Endes. Moment. Ach so, funktioniert das. Ah, sieht dann aber nach einem echter Prepper-Lager aus. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt als normales Lager fungieren würde, ja, aber so nein. Dann kommen da erstmal meine Konserven rein. Davon habe ich ein paar hundert hier. Und beim nächsten Mal würde ich dann glatt sagen, gehen wir in Richtung Gewächshäuser. Und vielleicht kann ich auch irgendwo noch ein Drecklager machen quasi. Nee, geh mal schlafen. Schlafen. Damit verbrauchen wir sehr, sehr viel Zeit, habe ich das Gefühl. Aber ich muss jetzt leider aufhören mit der Aufnahme. Aber jetzt wird es gerade richtig interessant. Der Bunker ist soweit fertig. Das heißt, ich kann jetzt anfangen, schöne Sachen zu bauen. Es lädt heute ungewöhnlich lang, habe ich das Gefühl. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall merken beim nächsten Mal. Oh, das geht auch. Sich mal die Stadt anschauen. Meine, das kostet gerade nichts. Murrikaville ist echt ein bisschen klein, oder? Das ist wirklich ein ganz... Oder wir sind wirklich im... Wir sind vielleicht wirklich im Randbezirk. Im letzten Ausläufer. Und das könnte auch sein. Kann man hier hin? Oder ist ja die Tonne im Weg? Okay, geht nicht. Aber ich habe jetzt ja ein bisschen Elektronik und dann kann ich jetzt auch gucken. Fort Observer müssen wir noch machen. Das fahren wir auch noch. Ja, Brille für Bob. Ich weiß, wo die ist. Ich kann nur hoffen, dass wir das mit dem Gurana hinkriegen. Ist halt echt kritisch. Wir sind schon bei 66 und das Zeug ist schon gelb. Noch nicht orange, aber schon gelb. Da muss ich echt gucken, dass ich jeden Tag jetzt in die... ein bisschen danach schaue. Und wie gesagt, dann würde ich hier erstmal ein Lebensmittellager errichten. Da kommt dann noch Zucker und Mehl dazu. Erstmal hier Konserven. Massiv und... Hier unten werde ich dann Treibstofffässer hinbauen. Treibstofffässer noch und nöcher. Dann baue ich hier ein Wohnzimmer rein. So ist es zumindest geplant. Das wird Esszimmer und hier weiß ich noch nicht. Hier sollen die Generatoren und diese Sachen laufen. Ein bisschen weit weg von uns, damit wir nicht gestört werden, wenn wir hier hinten schlafen. Ja, dann würde ich sagen, das war Let's Play Mr. Prepper für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und welchen Tag haben wir? Die hier müsste ich mal zerlegen. Sind noch im Monat 2. So ein Ding müsste ich tatsächlich mal zerlegen. Und... Oder welche möchte ich denn da oben haben? Die hier sind so ein bisschen Retro-Style. Ich müsste eigentlich auch mal hier ein paar Küchenschränke zerlegen. Was ist das denn? Auch normaler Küchenschrank, okay.
Und auch eine richtige. Ich will auch eigentlich eine richtige Küche so wie hier einrichten. Handtuch, ja. Das sind alles Sachen, die. Oder das hier. Würde ich gerne alles nachbauen. Und dann bauen wir uns. Oh, vielleicht könnte ich mir auch so einen Tisch mit einem Computer bauen. Das wäre auch cool. Könnte ich in dem Bereich. Könnte ich hier ein Arbeitszimmer machen? Könnte ich die Zimmer im Grunde nachbauen, so ein bisschen? 1, 2, 3. Okay, das passt ja gar nicht. Das ist das. Küche mit Esstisch. Was steht da? Ist da Salz drauf? Ah, ist einfach nur ein Glas, okay. Und auch diese Pflanzen, das sind ja alles Sachen, die aus meiner Sicht einen gewissen Wert haben. Vielleicht gehen sie da unten auch ein, das weiß ich nicht. Aber vor allem das Schlafzimmer. Also hier will ich ein richtiges Schlafzimmer haben. Dann hier eine richtige Küche. Und hier ein Wohnzimmer. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Und diese Sachen hier werden nach und nach gemacht. Und beim nächsten Mal hier den Bereich ausbauen. Weil ich habe doch. Das wollte ich noch schauen. Ich habe hier Gewächshaus. Gewächshäuser, die würde ich gern bauen. Lässt deine Pflanzen sich wohlfühlen, indem sie lichtversorgt werden. Tomaten und Orangen können hier wachsen, ja. Ist halt alles besser als das, was wir aktuell haben. Und so ein Waterloo bräuchte ich auch noch im Bereich tatsächlich. Vielleicht kommt der Waterloo hier in den Bereich hin. Nicht über Schlafzimmer. Im Schlafzimmer weiß ich noch nicht, was ich da mache. Man muss ja immer davon ausgehen, dass das schief läuft. Oder hier die Generatoren. Aber wohl der Waterloo muss vielleicht ganz runter in den Keller. Das kann sein. Dann muss ich den vielleicht hier hinbauen. Macht eigentlich Sinn, dass er ganz unten ist. Na egal. Das werden wir beim nächsten Mal eruieren. Macht's gut. Bye, Leute.